du sollst da ins Portal. Okay. So, hiermit haben wir das da, das da, das da, das da. Das sind erst vier. Ui. Okay, dann ist es kein Wunder, dass da oben noch eine Treppe ist. Ich glaube, fünf hatte ich gezählt. Jetzt gibt es schon wieder einen neuen Ausdauertrank auf die Omme. Ui, welch ein Irrgarten. Die haben eine sehr seltsame Hauptbasis. Wer würde denn da freiwillig leben wollen? Das haben wir dann bald mal erreicht. Das hört ja nicht auf, nach oben zu gehen. Oh mein Gott, da lag ein Baby drauf. Ihr verarscht mich doch jetzt. Ein silberner Drachenreiter. Ich glaube, der lässt mich nicht in Ruhe. Und hier sollten wir schon mal speichern. Ich denke, da oben müssen wir rein. Irgendwie macht er gerade nichts. Tja. So tötet man Drachen. Und dieser goldene Richter ist ja mal sowas von unfair. Die Anzahl an Lebenspunkten könnte man gerade mit mir fast tauschen. So, Quest wurde aktualisiert. Warum? Alles ist verloren. Der Herr des Chaos wurde in den Körper eines unschuldigen Kindes beschworen. Das bedeutet das Ende der Welt. Als einziges bleibt mir noch, den verdammten Dämonen der Lügen zu töten. Wenn alles andere scheitert, bleibt mir doch die Rache. Nur die Rache, das wäre schlecht. Speichern wir. Denn hier muss es zum Dämonen gehen. Irgendwo. Da habe ich mich hier schon wieder durchwurscht hin. Anstatt dass jetzt das Endgewölbe mal ein bisschen weniger verwirrend gestaltet hätten. Also, da rechts waren wir schon mal falsch. Und hier sind wir anscheinend auch falsch. Ja, wo müssen wir denn hin?
Ah, da ging's hoch. Okay. Und da muss ich irgendwie hier rüber. Hm. Ich muss in diesen großen Gang gelangen. Oder auch nicht. Da hinten ist jemand ja auch zu. Ah, hier geht es nochmal weiter. Ach, Herr Jemini, ich glaube, wir kommen von oben in den Raum rein. Kann das sein? Dann müssen wir nämlich weiter nach oben. Oder wir haben uns mittlerweile verlaufen. Das könnte auch sein. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich mich verlaufen habe. Da ist ein Hebel, den habe ich bewegt. Wozu auch immer der in der Lage sein soll. Ein paar zu starke Höllenzombies. Gleich mal wieder abhauen. Eine Runde Heilung. Nicht verkehrt. Alter Verwalter. Komm ich nicht lang. Verdammt. Muss hier weg. So, wie komme ich jetzt da weiter? Das ist auch eine Sackgasse. Dann auf zur anderen Seite. Da geht's auch nicht mehr weiter. In den Saal muss ich, glaube ich, in den rechten dort. Aber ich habe keinen blassen Schimmer wie. Ich habe mich hoffnungslos verirrt. Ja, ich habe mich hoffnungslos verirrt. Ei, Karamba. Kann ich denn hier rein? Also jetzt muss ich auf der Karte gucken. Ich habe mich mal so kolossal verrannt jetzt. Also, da waren wir. Und da habe ich mich jetzt irgendwie ausgesperrt. So, und ich möchte wieder zurück. Das heißt, in dem Raum muss ich von dort irgendwo gekommen sein. Und durch das Betätigen des Scheiters habe ich mich irgendwie ausgesperrt. Und somit wieder zurück. Aus dem... jetzt alle folgen. So, geht mir nicht auf den Sack. Bin schon gefrustet genug, weil ich ein Ausgang nicht finde. Komme ich denn jetzt da wieder raus? Verflucht noch eins. Muss ja irgendwo hier sein. Ah. Okay. Wahrscheinlich dasselbe Spiel nochmal auf der rechten Seite. Muss man den Quatsch nur auch noch finden können. Wenn die Türen immer auf den bestimmten Seiten so verborgen liegen, ich erkenne die nicht. Glaubt's mir, ob oder nicht, das ist... echt fies. Ich glaube, es kann nur da droben sein. Da drüben. Besser gesagt, dann geht's bestimmt wieder runter. Ja.
Hebel Nummer 2, wir kommen. So, Hebel gedrückt. Jetzt wieder abhauen. Durch die Monstermengen. Ich glaube, dann bleibe ich unten erstmal stehen, wenn denn meine Theorie stimmt. Und sich jetzt der Gang geöffnet hat hier. Irgendwo. Tatsächlich. Da ist was offen. Und da auch. So, und hier warten wir jetzt auf alle und metzen uns vielleicht mal fertig. Um zu guter Letzt gegen den Herrn des Dämonen bestehen zu können. Den Herrn des Dämonen? Nein. Den Dämon der Lügen. Sterben, komm schon, Kamerad. Außenblatt machen. Und das ohne selbst zu verrechnen. So, ein Todeslord noch. Hepp. Sehr gut. Mit euch Steingolz mal ein bisschen aufräumen. Super Heilung, Rauchbomben, Goldmünzen. Und da ist noch einer. Kann zwischenspeichern. Ich werde wieder sichtbar. Ich schluck mal alles, was ich habe, zum Regenerieren. Zauber aktivieren. Skorpion, da haben wir leider keine mehr da. So, Eiszauber mal versuchen, auch bei diesem Knitsch. Obwohl es ein Dämon ist, das geht wahrscheinlich nicht. Und los geht's. Endkampf. Ja, ich kann euch riechen, Göttlicher. Ihr seid hier irgendwo. Ihr kommt zu spät. Ich habe den Herrn des Chaos bereits heraufbeschworen. Jetzt werde ich euer Herz herausreißen und verspeisen. Na denn. Tatsächlich, man kann sie vereisen. Schreckensritter, warum auch immer da welche sind. Ich treffe nur den Herrn der Lügen gerade nicht. Jawohl, einfacher Kampf. Ich hätte gedacht, dass man den Herrn am Schluss einfach vereisen kann. Aber auch hier zeigt sich wieder der absolute Irrsinn, dass man nicht gescheit angezeigt bekommt, ob sie vereist sind oder nicht. Der Mond der Lügenportale bleibt auch stehen. Hopp, komm, der Dämon ist fast tot. Im Vergleich zu manch anderen Gegnern easy peasy Kampf. Das Schwert der Lügen. Und nun? Wollen wir es etwa nehmen? Ah, nein, wir verbannen es.
Was ist mit dem Kind? Ich hab's gewusst, er konnte es nicht tun. Wir konnten ein Kind nicht töten. Und ich glaube, wir haben Rivellon dem Untergang geweiht. Damit haben wir's durch. Divine Divinity. Und dann geht's ab in Beyond Divinity. Da geht's wahrscheinlich weiter. Und wir als Göttlicher haben also unsere Pflicht fast komplett erfüllt. Vielleicht hat auch der Göttliche gedacht, dass wenn wir das Schwert der Lügen, in dem ja ein Stück Teil der Seele war, verbannt haben, dass wiederum der Kleine jetzt nicht zum bösen Lord wird. Wie genau oder ob das passiert und was auch immer, das sehen wir dann wahrscheinlich erst im nächsten Teil davon. Und die allgemeine Vorgeschichte, die Wein. Moment, wie ist Divinity Origin Sin? Genau, kommt ja jetzt auch im Juni raus. Das soll aber, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, vor diesen Ereignissen spielen. Das heißt, die Vorvorgeschichte der eigentlichen Geschichte, die schon lange vorher begonnen hat. Und ja, selbst darauf bin ich gespannt. Dann erfahren wir vielleicht ja über das Schwert der Lügen etwas, über Altering und diese Geschichten. Bin gespannt, Sandalor gibt es ja wahrscheinlich auch wieder. In seinen jungen Jahren. Und wie das Ganze dann aufgebaut wird und sonstiges sehen wir uns dort drin an. Ich kann nur sagen, das Spiel hier hat eigentlich schon relativ Spaß gemacht. Monster, ein bisschen zu viele, zu wenig Massenvernichtungszauber. Aber ansonsten, nettes Spiel, vor allen Dingen anspruchsvoll. Also ich kann mich kaum erinnern, in einem Spiel jemand so viel laden zu müssen. Ja. Kann ich jedem empfehlen, der auf jeden Fall auf Rollenspiele steht und auf eine nicht unbedingt gigantisch komplexe Handlung. Weil alles in allem kann man die hier innerhalb von einer Stunde theoretisch abarbeiten. Und ja, dafür ein trotzdem sehr spannendes Rollenspiel. Wir sehen uns bestimmt wieder im nächsten Projekt oder dergleichen. Bis dann.